wieder Möglichkeit. Sigi macht ein Tor. Er hat es nicht gemacht, aber jetzt hat der Slibuda die Chance. Der Ball. Mit einer mustergültigen Bogenlampe bringt Stanley Buda seinen BVB tatsächlich erneut in Führung in der 16. Minute der Verlängerung. Und im nieselregenkühlen Hampden Park in Glasgow wird es dem Radioreporter immer heißer. Sie sitzt hier auf einer Herdplatte, wie auf Kohlen. Ist es denn die Möglichkeit? Gibt es den größten deutschen Fußballtriumph seit Bern, seit 1954? Aus! Es ist soweit! Es ist soweit! Zum allerersten Mal gewinnt eine deutsche Mannschaft den Europapokal. Der BVB-Kapitän Wolfgang Paul hat nach dem Spiel als erster die Hand am kostbaren Pott und trägt ihn tags drauf auch aus dem Flieger, mit dem die schwarz-gelben Helden in Köln gelandet sind, wo schon viele Fans warten und ein eifriger Fernsehreporter. Herr Paul, war es für Sie in der Abwehr als nicht nur längster, sondern auch überragender Spieler der Abwehr das schwerste Spiel? Ja, ich möchte sagen, es war wohl mein schwerstes Spiel. Dies war wohl die absolute Krönung meiner bisherigen Laufbahn. Ein schwarz-gelbes Blumengebinde in der Hand trägt jetzt der Meistermacher, wie er genannt worden ist und jetzt etwas bedrängt wird, Willi Multaub. Herr Multaub, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, es war sehr anstrengend, denn wir haben ja letzten Endes eine hervorragende Mannschaft geschlagen, dann noch die Verlängerung. Aber wir waren in einer so hervorragenden Kondition, dass wir zum Schluss, ich behaupte, mehr drauf hatten als der Gegner.